Ja, und ich möchte da sofort rein. Was auch immer ich dafür Munition gerade kriege. Tarnfeld aktiviert. Komm raus und kämpfe! Energie kritisch. Ich glaube, die hat was gebracht. Ich bin nicht sicher. Aktiviert. Maximale Panzerung. Die hat mehr gebracht. Wunderbar. Tarnfeld aktiviert. Erledigt ihn. Ich kann natürlich auch. Sieht auch sehr cool aus. Wenn die Granaten so weit wirft. Maximale Panzerung. Das bringt gerade nicht so viel. Ja. Tarnfeld aktiviert. Jetzt kannst du mich sowieso nicht sehen. Wow, Mann. Läuft er in dem Moment plötzlich schneller. Das war, glaube ich, weil die Framerate ein bisschen spinnt. Ach, wenn die Helm anhaben, dann kann man, muss man die zweimal treffen. Gut zu wissen. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Hallo? Geht doch. Ah, es kommt natürlich immer mehr. Das ist natürlich scheiße. Bisschen habe ich den getroffen. Ich überlege gerade, ob wir es irgendwie intelligenter machen können. Schrot finden. Das ist doch die andere Waffe wieder, oder? Das da ist auch wieder die Waffe, die wir ursprünglich hatten, oder nicht? Ah, nicht dieselbe, wie wir auch gerade haben, okay. Und sie brauchen wir nicht. Granatenwerfer, Munition. Granaten. Gewehrgranaten voll. Stimmt, Gewehrgranaten. Warum ist das nicht früher eingefallen? Ist auch viel lustiger. Okay, ist auch nicht sehr effektiv, muss ich zugeben. Dann nehme ich doch lieber den Einzelschuss wieder. Irgendwie ist dieser Punkt manchmal doch sinnvoller als das Zielvisier. Maximale Panzerung. Ja, ihr rückt vor, merke ich nichts von, die ganze Zeit. So, jetzt können wir die auch noch aufnehmen. Das ist anscheinend voll. Ein Pumpgun wollen wir nicht haben, wobei Munition können wir ja aufheben, aber... Schrotpatronen ist voll. Der wäre auch erledigt. Tarnfeld aktiviert. Der sich nicht wundert. Ja, und jetzt kommt der letzte auch noch. Tarnfeld aktiviert. Ach, der ist da oben. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ah, da muss ich jetzt kurz. Tarnfeld aktiviert. Das müsste doch klappen. Kritisch. Jetzt sind wir auf der Pole Position. Maximale Panzerung. Jackpot. Ups. Anscheinend sind sie noch ein paar mehr. Ah ja, soll ich mit Scharfschütze. Und man hat das letzte Mal gespeichert. Ja klar, davor. Nee, ihr wollt mich verarschen, oder? Ein Schuss vom Scharfschützen und ich war weg. Nur weil ich den noch vergessen habe zu schnappen. Rücken vor. Auf Feuer schon. Maximale
Oh Mann, das gibt's doch nicht. So, Munition ganz voll machen. Die Granaten mitnehmen, die Munition noch voll machen, was auch immer es ist. Maximale Panzerung. Schön, dass ihr in die falsche Richtung lauft. Tarnfeld aktiviert. Ah, es ist schlecht. Maximale Panzerung. Keine Energie gerade. Ich hab gerade meine Energie wieder aufgeladen, du Idiot. Tarnfeld aktiviert. Ja, wir müssen das anders machen. Stirb, du Hund! Wer ist hier irgendwo? Maximale Panzerung. Ach, wirklich. Eigentlich müsste ich mich mal kurz vorher wieder sichtbar machen, damit ich nicht die ganze Energie verballer. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Komm schon raus! Ich hab damit keinen getroffen, das gibt's doch nicht. Tarnfeld aktiviert. Aber ich finde, in so einem Haus sitzen wesentlich angenehmer als draußen auf dem Feld zu sein, weil ich hier doch auf der einen Seite ein bisschen Deckung habe. Maximale Panzerung. Ich finde dich, du Mistkerl! Ich weiß nicht, ob ich da einfach durchschießen kann durchs Glas, da bin ich mir gerade nicht sicher. Wow. Da war ich fast schon wieder tot gewesen. Tarnfeld aktiviert. Stirb, Amerikaner! Maximale Panzerung. Ach komm. Nein! Ja, war klar. Wie mache ich das denn anders? Ich weiß, wie ich es anders mache. Erstmal hier hin. Wieder sichtbar werden. Maximale Panzerung. Sicher. Probieren wir es auf die Taktik. Mal gucken, ob die klappt. So, als erstes muss ich mich unsichtbar machen wieder. Das meine ich deswegen. Nummer 1. Tarnfeld aktiviert. Komm schon. Bleibt wachsam. Maximale Panzerung. Nummer 2. Gibt es noch einen dritten Sniper? Ja, gibt es. Und ein Typ da hinten mit dem MG. Tarnfeld aktiviert. Fuck it. Der hätte es sitzen müssen, der Schuss. Sichtbar machen. Aktiviert. Da gibt es anscheinend keinen Turm mehr. Das ist schon mal schön. Dann runter. Gewehr nehmen. Der kommt nicht weit. Maximale Panzerung. Ein ganz schlechter Schütze auf bewegte Ziele ist mein Problem. Oh, 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 oh. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt die am Kopf treffen muss oder ob es auch reicht, die einfach so zu treffen irgendwie. Maximale Panzerung. Ich glaube, die hat gesessen. Tarnfeld aktiviert. War da hinten nicht noch irgendwas? Ich probiere es jetzt einfach mal aus, was passiert, wenn ich einfach nur so irgendwie treffe. Maximale Panzerung. Okay, es war nicht getroffen.
Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Okay, es reicht trotzdem. Gut zu wissen. Tarnfeld aktiviert. Da schießt wieder einer. Maximale Panzerung. So. Das waren die Eier. Jetzt wieder unsichtbar machen. Und kommt jetzt. Weißt du Spaß, ne? Ah, ich hab da keine von mehr. Ist aber nicht schön. Dann. Komm, unsichtbar machen. Doch so. Maximale Panzerung. Nummer 1. Irgendwas ist hier direkt neben mir anscheinend. Tarnfeld aktiviert. Da ist der eine, aber das war nicht, was gerade neben mir geschossen hat. Ist hier und da. Maximale Panzerung. Das läuft der im letzten Moment weg, das gibt's doch nicht. So. Ah, ich hab den mit Pistole getötet, nicht mit Snipergewehr in der Hand, das ist natürlich doof. Ja, Junge, bleib mal stehen. Maximale Panzerung. So, es fehlt uns, glaube ich, nur noch der eine hier. Der da. Stirb, Amerikaner! Ja, stirb, Amerikaner. Ich bin eher für stirb Koreaner, aber egal. Was? Was war das denn gerade? Lag Spike im Singleplayer habe ich auch noch nicht erlebt. So. Ich sollte wieder Schnellfeuermodus reinnehmen. Ein bisschen Munition sammeln. Und meine Energie ist alle. Maximale Panzerung. Ich möchte noch zum Turm gehen wegen der Sniper-Munition. Tarnfeld aktiviert. Wo ist er? Energie kritisch. Was war das denn jetzt schon wieder? Also ihr seht das ja, ich schieße auf die und die sind plötzlich woanders irgendwie. Tarnfeld aktiviert. Oder vielleicht sterben sie auch, ich weiß nicht. Es kann doch nicht sein, dass die einfach so plötzlich rumzuckeln. Auf jeden Fall sind sie weg. So, jetzt schnell nach oben. Ach, ich soll noch den Wissenschaftler mir schnappen, oder? Hab ich das vergessen. Das ganze Lager hier systematisch ausgerottet. Wahrscheinlich brauche ich das gar nicht. Sniper-Muni. Einmal, ist auch richtig toll. Ah, hinten ist noch ein Türmchen, das ist schön. Maximales Tempo. Bevor ich zu den Wissenschaftlern gehe. Das Lager dürfte komplett leer sein. Maximale Stärke. Wieso habe ich doch eigentlich ganz gut für gesorgt. Da unten lag auch ein Toter anscheinend. Und da liegt wieder ein Snipergewehr. Und wir springen maximale einfach. Panzer. Der hier bringt uns aber keine. Also es war nur Steine. Okay, jetzt war ich, das wäre doch ein Toter gewesen. So, dann müssen wir jetzt da vorne rein. Tarnfeld aktiviert. Ich weiß nicht, ob hier noch jemand ist. Ich glaube nicht, weil wir hatten die beiden Schützen, hatten wir eben schon erledigt. Aber doch, da ist noch einer. Energiekritisch. Tarnfeld aktiviert. Oh, gerade ruckelt es bei mir entsetzlich. Wirklich schlimm. Also, ich mach diese Aufnahme, habe ich jetzt wieder auf 1600 mal 900. Was ich meistens mache, weil
ist fast kein Unterschied zur Full HD ist und ist doch zum Aufnehmen einen Riesenunterschied macht. Wenn das nicht klappt wegen zu viel Lags und sowas, werde ich es auch wieder ändern. Also keine Angst. Aber jetzt gerade zum Beispiel habe ich wieder 30 Frames. Also gesehen, es ist immer so ein bisschen hin und her. Und solange die Frames gut sind. Jetzt sind wir bei 10 Frames. Das ist unglaublich. Jetzt wieder hoch. Das schwankt echt hin und her innerhalb von Sekunden. Das ist eigentlich nicht richtig so.